Ja, es wäre ganz schön, wenn du den jetzt halten könntest. Macht er auch, ganz nett. Bravo, der war so wichtig für mich und für dich. Ey, was ist mit denen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind wieder in Bremen mit Marco Friedl. Die erste Challenge hat er schon gewonnen. Jetzt habe ich die Chance, in der zweiten auszugleichen. Du bist ein defensiver Spieler, aber viele sind überrascht, wie oft du mit nach vorne gehst, Torschüsse probierst. Zieht sich einfach noch so nach vorne, oder? Aus der Jugendzeit. Ja, natürlich. Durch das, dass ich früher Stürmer war, versuche ich dann auch in den Situationen, wenn ich dann im vorderen Drittel auch schon den Ball erhalte, dass ich dann auch mitgehe. Ja. Auch als linker Verteidiger ist es eigentlich, geht es dann sehr gut oder passt es dann zum Spiel, weil du halt einfach offensiv sein musst heutzutage als Linksverteidiger. Und deshalb bin ich dann auch froh, dass ich dann auch manchmal vorne sein kann und nicht nur verteidigen muss. Genau, und diese Challenge, die wir heute machen, ist wieder auch Torabschluss. Kannst du ja. Der eine passt, der andere legt ab, der andere schießt wieder und wer mehr Tore macht, gewinnt das Ganze. Karol ist im Tor. Ja, wir starten einfach, oder? Alles klar. Geh mal zu den Schüssen. Oh, oh, oh. Da war Tempo drin. 1-0. Oh, der ist auch gut. 1-1. Wow! Ja, ja, fällt ein. Das ist ein Field Goal. Es tut mir extrem leid, Männer. Kommt, Jungs, kommt, anstrengend. Ja. Hey! Ah, jetzt habe ich Druck, jetzt habe ich Druck. Okay, 2-1. Oh, ich brauche schon wieder so einen. Na, mach den doch, Mann! Jetzt weißt du, warum ich kein Stürmer bin. Ehrgeiz ist da. Mann. Ich habe erst gedacht, da kommt der Lupfer jetzt. Ja, ich habe es kurz überlegt. Meine starke Ecke ist die links unten, weißt du jetzt. 2 sind rein. Oh, sorry. Oh, oh. Das war nicht ganz fair von mir. Alles gut, alles gut. Aber Marco hat sich schon entschuldigt. Die Österreicher sind nette Menschen. Oh, den habe ich dir nah hingelegt. Nein, den muss ich machen. Danke. Das ist eine Vorlage. Danke. Mann. Wow. Aber der war natürlich. Was ist denn da runtergeflogen? Die GoPro auch noch. Aber der war natürlich auch perfekt aufgelegt. Der war butterweich. Lebst noch, GoPro? Die läuft sogar noch. Merkst du diesen Druck jetzt? Ja, ein bisschen. Ja, motiviert dich Karol oder demotiviert er dich? Na, er motiviert mich auf jeden Fall dazu, dass ich jetzt ein Tor machen muss. Okay. Dann 3-1. Weiter geht's. Der passt, den hat er besser justiert. Ja, den habe ich aber jetzt gebraucht. Ja. Jungs, jetzt könnt ihr mich motivieren vielleicht so eventuell, ne? Nee. Ja, es wäre ganz schön, wenn du den jetzt halten könntest. Dann macht er auch, ganz nett. 3-2. Bravo, der war so wichtig, Marco, für mich und für dich. Nur wegen dir. Das ey, war dein, was ist mit denen? Schenke ich dir. Die motivieren sich gegenseitig und ich? 3-2. Mann, Mann, Mann. Sorry. Wow, den jetzt stark. Jetzt ist es schwer, jetzt ist es ganz schwer. Okay, 4-2. Zieh nach. Oh, wow. Karol! Ja, Karol, auf dich ist Verlass. Das gibt's nicht. Okay, 4-2. Zieh nach. Sonne ist da. It's time to shine again. Ja, aber ey, come on jetzt mal! Das, hey, beruhig dich jetzt mal da drin. Marco verzweifelt mit dir. Och, das gibt's das nicht! Das ist das Glück, das ich habe. Wenn ich stehen geblieben wäre und ich so gemacht hätte wie ein Samba-Tänzer, der Ball würde rein. Okay, 4-2. Ja, hey. Marco will ich danach nie wiedersehen. Verzweiflung pur, wirklich. Ja, aber die könnten alle auch so gut drin sein. Und dann wäre ich so drin im Geschäft und so. Das heißt, dann wird schon 10-0 stehen. Da hinterher. Jetzt ist vorbei. Oh, jetzt ist er drauf. Jetzt ist er on fire. Macht er gut.
Jetzt lassen wir halt auch fliegen. Flugstunde hast du jetzt, gell, gebucht. Oh. Jetzt hat er die gut. Na, gescheißen! Der liegt nicht gut. Was los, Jungs? Soll ich mich hinhocken oder wie? Boah, den hält er richtig stark. Das gibt's nicht. Jetzt er. Ja, das ist zu gut. People keep talking, I just keep winning. I'm just like fuck it. They talking records. I don't believe them. I think they bluffing. They just be talking. They just want clout. Ja, der war stabil. Muss ich dir auch gratulieren. Danke dir. Faires Unentschieden. Insgesamt. Ja. Nein. Boah. Ja, Länge war gut. Ja, Länge, Höhe, muss alles passen. Oh, hör auf, ey. Junge, Junge. Wow! Digga, mit dem ersten Mal. Was ist los mit dir? Respekt, ey. Ja, Marco wollte nach Hause, glaube ich. Training ruf. Das war's von den Kickbox-Folgen mit Marco Friedl. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Faires Unentschieden, oder? Können wir uns darauf einigen? Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden, weil ich deine Schüsse jetzt gesehen habe. Die waren schon wirklich stark. Die Paraden waren auch überragend. Genau. Deshalb gab es für mich jetzt leider nichts mehr zum Holen. Aber ich bin zufrieden. Genau, wir müssen Karol halt auch hervorheben. War eine gute Leistung. Danke, dass ihr dabei wart. Dein Instagram-Account noch? Marco Friedl 34, schaut's vorbei. Genau. Ja, traurig aber wahr, das war tatsächlich unser letztes Kickbox-Video. Wir sagen, macht's gut, das hat Spaß gemacht. Wir hatten viele coole Spieler dabei, uns hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns irgendwann wieder, man sieht sich nämlich immer zweimal im Leben. Bis dahin, ciao. Tschüss.